Ja, angefangen hat das mit einer Kinderspielerei eigentlich. Es gab vor Jahren so Experimentierkästen, Optikus und Fotomann hieß der. Und den haben mir meine Eltern irgendwann zu Weihnachten geschenkt. Und der erste Versuch war einer, in dem ich eine Folie auf ein Fotopapier legte, das dem Licht aussetzte und dann entwickelte. Und ich habe mich dann zunächst gewundert, wieso ich hier an den Seiten so weiße Flecken habe, bis ich dann darauf kam, ach, das ist eigentlich deshalb, weil an diesen Stellen eben kein Licht aufgetroffen ist. Und das ist das Prinzip in der Fotografie. An den Stellen, wo kein Licht auftrifft, bleibt die Schicht unberührt, unbelichtet und bleibt daher eben auch, was den Negativprozess zumindest anbelangt, weiß. Der Kindheitswunsch des Josef H. Neumann ist in Erfüllung gegangen. Aus den ersten Fotoexperimenten sind professionelle Fotografien geworden. Der 33-jährige Fotodesigner Neumann lebt und arbeitet heute als Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Dortmund. 2 Jahre lang hat er mit seiner russischen Panoramakamera die Bundesrepublik von den Alpen bis zur Nordsee fotografiert. Die Ergebnisse seiner Arbeit liegen jetzt als Bildband vor. Neumann hat die Republik auf Hochglanz fotografiert. Das Bildmaterial, was ich da fotografiert habe, ist ein Bildmaterial, das Kritiker vielleicht als zu schön ansehen würden. Vielleicht sogar mit dem Vorwurf, das ist ja ein sehr schönes Deutschland, so schön ist es ja in Deutschland gar nicht mehr. Ich will nicht verhehlen, dass ich in vielen Bereichen an Dingen, die vielleicht weniger schön sind oder die unschön sind, vorbei fotografiert habe auch. Ich finde das aber durchaus legitim und empfinde es geradezu auch als eine Aufgabe innerhalb meiner Fotografie, durchaus das Schöne zu zeigen. Denn das Hervorheben von dem Schönen und dem Positiven kann so ein Element der Resignation und der Aufgabe durchaus entgegenwirken. Ich sehe das im weitesten Sinne vielleicht sogar als einen politischen Auftrag. Doch bevor die großen Aufträge von den Verlagen kamen, musste auch Neumann sein Handwerk von der Pike auf lernen. Im westfälischen Rheine absolvierte er eine Fotografenlehre. Eine solide Ausbildung ist seiner Meinung nach Voraussetzung für den Fotografenberuf. Mit diesen Gesellenstücken bewarb sich Neumann zum Studium an der Fachhochschule Dortmund. Ja, nach der Gesellenprüfung, die ich im Jahre 1969 abgelegt habe, ging es dann weiter mit einem Studium an der Fachhochschule Dortmund. Ich habe dort bei den Professoren Mante, Walter und Clemens studiert und habe dort 1979 einen Abschluss als Fotodesigner gemacht. Die erste Zeit des Studiums beschäftigte sich vornehmlich mit den Chemogrammen. Fotografie ist ein hartes Geschäft. Wer in diesem Beruf Erfolg haben will, muss seine Bilder auch verkaufen können. Bei Fotowettbewerben machte sich Josef H. Neumann zunächst einen Namen. Bisher reichte es jedoch nur für 2. Preise. Seine Stärken liegen in der freien Farbfotografie. Mit seiner Kamera kreiert Neumann neue Landschaften. Künstliche Horizonte nennt er diese Arbeiten. Hier waren jeweils Vordergründe Autodächer
mit einem Weitwinkel über die Autodächer hinweg fotografiert. In diesem Fall war es eine Plastikfolie in einem Gewächshaus. Das hier ist eine Abdeckung eines Gasschildes, was in der Landschaft stand, wo ich dann also in dieser Formation eben eine neue Landschaft gesehen habe. Ja, ich habe nach dem Studium lange Jahre eigentlich in diesem Bereich gearbeitet und ich würde auch schon sagen, dass es eine meiner Stärken ist, im formal-ästhetischen, in der freien Farbfotografie zu arbeiten. Die Illusion, dass man als Fotograf jetzt die große Kreativität an den Tag legen kann und man so vor allem auch in dem Bereich der Werbung tun und lassen kann, was man will, das ist wirklich nur eine Illusion. Bis hin zu vorgegebenen Sachen, dass man also im Grunde nur ausführendes Organ ist, was allerdings nicht heißt, dass ich diesen Beruf nicht gerne ausüben würde. Aber es gibt doch bestimmte Einschränkungen, die man sich vielleicht, bevor man fotografiert, anders vorstellt.